Warum Deutschland verlassen? Das war schon Thema in einem der letzten Videos, was mega gut bei euch angekommen ist. Und heute schauen wir uns noch weitere Punkte an. Natürlich kommentiere ich das Ganze wieder für euch. Und für euch gilt es, Kanal abonnieren und dranbleiben. Ja, ihr Lieben, das Video haben wir uns letztes Mal angeschaut. Hier, warum Deutschland verlassen? 7 wichtige Kriterien für den Wegzug. Und wir machen heute direkt weiter mit den nächsten brisanten Themen. Ist da gesunder Wirtschaftswachstum? Also hier quasi Infrastructure World Overview, lalala, aus 2021 von 184 Wirtschaftsregionen dargestellt. Also hier sieht man quasi, dass überall auf der Welt die Infrastruktur eigentlich sehr, sehr gut gegeben ist, außer jetzt natürlich Teile Afrikas. Wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl, nach Afrika zu gehen, ist immer mal gut. Ich war auch schon mal auf Safari unterwegs, ist eine Experience, aber natürlich längst noch nicht so weit entwickelt, wie jetzt zum Beispiel viele Staaten hier in Asien. Mein Favorit, wie gesagt, ich war schon überall auf der Welt unterwegs, ist ganz, ganz klar hier auf jeden Fall der asiatische Kontinent. Aber er wird gleich auch nochmal spezielle Länderempfehlungen geben. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Wir konnten sehr viel lernen seit Corona. Welche Länder haben rabiate Lockdowns gemacht? Welche Länder haben sich intelligent mit dem Impfstoffthemen beschäftigt? Wie ist es denn mit dem Glück? Es gibt ja 5 verschiedene breit genutzte Glücksindizes. Ich nehme den World Happiness Index, aber danach müsstet ihr alle nach Dänemark ziehen. Ja, wir haben im Winter noch beschisseneres Wetter als ich. Prost. Ja, also auch da wieder, ne? Ich meine, trau nur der Statistik, die selbst gefälscht hast, habe ich schon im letzten Video gesagt. So. Also wenn Dänemark jetzt das Land ist, die am allerglücklichsten sind, so, dann frage ich mich mal, aufgrund welcher Kriterien sie das gemessen haben. Für mich ist es wichtig, dass ich in einem Land bin, wo der Neidfaktor, wir sind ja, ich glaube, die Neid-Weltmeister. Wir sind auch die Weltangst- und Weltschmerz-Champions. Das brauche ich auch nicht. Und ich brauche keinen bezahlbaren Personenschutz. Historische Stabilität, deswegen ziemlich wichtig. Gab es in diesen Ländern schon große Enteignungen? Gab es kompletten Währungskollaps? Einige reden über Argentinien, das brauche ich nicht, weil seit dem Zweiten Weltkrieg sind die öfter pleite gewesen, als sie solvent waren. auch Kanada geht komplett den falschen Weg. Die sind ja fast schon in einer bürgerkriegsähnlichen Verfassung. Und Vancouver ist auch nicht mehr Vancouver aufgrund der Fentanyl-Krise und dem schlechten urbanen Management. Das gilt auch für San Francisco, das gilt für Baltimore, Philadelphia. Nicht jedes Land ist mehr das, was es mal war. Und die Statistiken sind falsch und sind nur von westlichen Quellen aufgestellt zum größten Teil. Also sag ganz, ganz klar, dass man den Statistiken auf jeden Fall nicht trauen kann und sich eben alternativ informieren soll. Was er gerade angesprochen hat, sind ja, glaube ich, Fentanyl ist, glaube ich, so eine neuartige Droge, wo es ja teilweise in San Francisco, wie er jetzt schon gesagt hat, Baltimore oder da eben auch in Vancouver, richtige Zombie-Städte gibt, wo die Menschen da an ganzen Straßenzüge, so wie aus Walking Dead man das quasi nur kennt, so also... Ich war zum Glück noch nie da, ich kriege auch gerade ein bisschen Gänsehaut dabei, ich kann mir jetzt gar nicht richtig vorstellen, dass da wirklich Tausende von obdachlosen Junkies auf der Straße leben, sich da gegenseitig die Spritzen mit was weiß ich was rein, also ist wirklich eine, boah, ist eine Vorstellung, die man nicht haben will, ja, und das will man natürlich auch nicht, dass das dann irgendwie seine Kinder dann irgendwie sehen oder sowas, das verzerrt ja auch so ein bisschen das Weltbild so einfach, oder? Die Länderwahl, wow. Das ist auch so ein Klassiker. In den Videos werden immer 2, 3, 4 Optionen vorgestellt, die einfach für mich nicht ausreichend sind. Die Kriterien sind nicht ausreichend und die Länderauswahl ist mir zu flach. Oft erwähnt, Schweiz und Österreich. Da ist ja München noch bezahlbar. Außerdem haben die eine Ausländerpolizei. Das ist echt strikt. Die Schweiz ist gespalten zwischen Bern, der Hauptstadt, den großen Städten Zürich und Genf und der kantonalen ländlicheren Bevölkerung. Da ist krasser Dissens. Die Schweiz hat tatsächlich ein Migrationsproblem. Und die machen sehr schnell die Schotten dicht, wenn es hier abgeht. Da ist nicht jeder erwünscht. Am liebsten sollten wir das Geld an der Grenze abgeben und es wieder verpissen. Ich finde es gut, dass er wirklich kein Blatt vor den Mund nimmt. So wirklich, dass er wirklich echt direkt einfach immer frei raushaut. So. Weiß nicht, wie es dir geht. Bist du auch immer so, der eher so den Politikern gerne zuhört, die halt viel, 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 viel reden, am Ende nichts bei rumkommt. Oder auch eher so, der lieber klare, direkte Worte mag. Ja? Schreib es mal auf jeden Fall mal in die Kommentare. Hoffe, du kommst dann auf jeden Fall auch damit klar. Ich bin ja auch immer so der Mensch, der frei rausgeht, wo einige erstmal so... Aber okay, ja, das ist letztendlich das, wie man es manchmal auch braucht, um das aber auch irgendwo bewusst zu machen. Ne? Südafrika, Namibia wird oft erwähnt, Südafrika ist ein Kriminalitätsrisiko. Man kann sich abschotten in einem reichen Ghetto, mit Bodyguards rumfahren.
Es ist nicht verträglich. Das Land ist in extrem schweren, in einer schweren Wirtschaftskrise und einer Demokratiekrise. Namibia, okay, kleines Land, hat auch ein bisschen Dschungel, hat eine ganz interessante Stadt, Windhoek. Mann, das ist am Arsch der Welt mit 274.000 Einwohnern. Das ist ja wie so eine kleine deutsche Großstadt. Man könnte langweilig werden. Nord- und Südamerika, Kanada ist für mich completely out. Nach dem Management der Corona-Situation, der Klagewut gegen die eigenen Trucker, die eine andere Meinung hatten, haben als die Regierung. USA bedingt ist gnadenlos mit Leuten, die nicht besonders wohlhabend sind. Da ist wenig Empathie für den Rest der Bevölkerung. Mexiko, da gibt es Regionen, die nicht gänzlich mafiös durchseucht sind. Costa Rica wird oft erwähnt. Stromkosten an der Küste, da sind unsere Stromkosten, wir sind Weltmeister. Sie sind Universums-Weltmeister. Okay, also Costa Rica, extrem hohe Preise für Lebensmittel und sogar noch für Strom noch deutlich teurer. War mir so letztendlich auch nicht bewusst. Ich kenne jetzt auch den einen oder anderen, der nach Südamerika ausgewandert ist. Costa Rica war jetzt, glaube ich, nicht dabei. War dann eher so die nördlichen, ich glaube, eher so Venezuela die Richtung. Oder eben auch Mexiko, wie er schon gesagt hat. Aber ja, Kriminalität ist natürlich irgendwo in Südamerika immer ein Faktor. Panama im Norden, interessant. Hauptstadt ist auch kriminell. Unangenehm, Brasilien, mein lieber Scholli, das ist keine Steueroase. Ich möchte nicht diese irrsinnigen Steuerlasten tragen. Chile, alternativ, interessant, Karibik, leider, klimatisch echt etwas zu sportlich, zu riskant. Also man merkt, er ist gar kein Südamerika-Fan. Also hat jetzt nichts irgendwas, was er in Südamerika da empfehlen würde. Ich persönlich mit meinen Zero-Spanisch-Kenntnissen war ja auch schon da gewesen, also ohne Spanisch würde ich sowieso keinem empfehlen, da irgendwo hinzugehen, weil die Menschen wollen auch teilweise gar kein Englisch sprechen. Und wenn du mit Englisch sprichst, wärst du teilweise blöd angeschaut. Ist auch nicht so eine freundliche, offene Art, weil jetzt ja auch in Kolumbien, Mexiko, Dominikanische Republik, Panama war da eben auch unterwegs so. Brasilien war ich auch schon mal für 3 Wochen. Hat mir tatsächlich urlaubsmäßig gut gefallen. Aber wie gesagt, zum Leben, ja, das ist dann auch nicht meins. Europa. In Spanien wurde ein Gesetz durchgezogen. Das bedeutet, dass ein freistehendes Haus okkupiert werden kann und sie kriegen die Leute nicht mehr aus diesem Haus raus. Das zeigt richtig sozialistische Tendenzen. Unattraktiv. Griechenland hatte keine Eier und hat seinen ganzen Staat an den Westen verkauft, anstatt sich wie Island mit dem Thema zu beschäftigen, dass die Leute, die dort fehlinvestiert haben, nicht gerettet werden müssen. Inseln gehen gar nicht. Das wissen politische Flüchtlinge im Exil und es wissen organisierte Typen auch. Von der Insel kommt man schlecht runter. Tortorina wurde auf Sizilien gefasst. Malta, Zypern, Irland, Mallorca, Madeira. Eine große Insel ist auch Australien. Träumt weiter, wenn er meint, dass er die Freiheit findet. Es geht auch um Freiheit, es geht um gutes Wetter, es geht um Lebensfreude, es geht um Bewegung. Es geht um eine Kultur. Also er hat jetzt gerade gesagt, zum Beispiel Zypern und Malta, gar nicht interessant. Ja, also auch spannend, weil auch viele Deutsche ja einfach nach Zypern und Malta irgendwo auswandeln. Ist ja auch für viele eine Option. Also eher aufgrund den genannten Kriterien gar kein Fan eben von da. Würde mich mal interessieren, kennst du jemanden, der eben nach Zypern und Malta ausgewandert ist? Oder wie ist auch deine Meinung darüber? Auch ich glaube, die Regierung in Nordzypern gerade ist ja auch super, super strikt. Gerade für Immobilienbereich gibt es ja harte Einschränkungen, wovor alles so super gepusht worden und super günstig war. Kommen da jetzt immer mehr und mehr Restriktionen. Bin auch mit einigen Immobilienmaklern aus Nordzypern in Kontakt, die jetzt eben mehr und mehr sagen, ja, der Markt ist dann doch nicht so. Und die denken auch mittlerweile um. Bin auf eure Erfahrung auf jeden Fall darüber gespannt. In Italien gibt es momentan richtige geile Steuernreize. 5 Jahre steuerfrei, wenn ihr nach Italien geht und richtig Kohle mitbringt. Und was ist im 5. Jahr? Was ist mit indirekten Steuern? Und Portugal macht dieselbe Hausnummer. Hat ein kleines Problem. Mittlerweile sind Ausländer gar nicht so erwünscht, weil sie den Wohnungsmarkt belasten für die Einheimischen. Viele sagen Asien, Thailand und andere Länder in Südostasien. Das passt eigentlich ganz gut. Habt ihr mal mit einem Vermögenden gesprochen, der sich dort einnistet und eine Frau sich als Partnerin nimmt? Du bist eine Bezahlkuh, du bist ein goldener Esel, da laufen ganze Generationen Familien hinterher und ziehen an deinem Schwanz, dass du ein paar Goldtaler rausspuckst. Ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber ich kenne diese Region in- und auswendig. In vielen hatte ich Unternehmungen. Also er hat schon gesagt, die Lebensbedingungen generell in Asien gut. Er sagt jetzt, dass die Frauen
einen hier ausnehmen. Also ich bin jetzt mittlerweile seit 4 Jahren mit meiner Frau zusammen so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dadurch jetzt arm geworden bin, sage ich mal so. Natürlich tut man mal was Gutes. Natürlich hilft man auch irgendwo der Familie. Den auch ein kleines Haus da gebaut und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mein Vermögen irgendwie einen großen Effekt hatte. Ich habe ja auch einige andere Damen hier kennengelernt. So. Also ich weiß schon, wovon er da auf jeden Fall spricht. Da ist natürlich immer Geld eine sehr, sehr hohe Priorität. Außerdem bist du da echt eine Minderheit. Willst du das sein? Tut vielleicht mal ganz gut zu wissen, wie sich das anfühlt, wenn man zur Minderheit gehört und nicht zur Mehrheit. Das ist eben das Schöne in Bali, dass hier eben sehr, sehr viele westliche Menschen eben da sind, dass hier eben auch schon die westliche Kultur einzog, dass eben schon so viele Locations gebaut worden sind, wo einfach mehr westliche Menschen da sind als Locals und du dich eben auch relativ europäisch zu Hause irgendwo fühlst. Ja, das ist natürlich hier so. Klar, wenn ich jetzt auf irgendeine Insel in Sumbawa oder sonst wohin gehe, da wäre es natürlich komplett anders, definitiv. Da bist du dann wirklich die Minderheit und da wärst du auch angeschaut wie so ein Alien, wenn du da als weißer westlicher Mensch dann einfach mal so langspazierst. Ne? Definitiv. Es geht nicht nur ums Wegziehen. Weil ihr könnt wegziehen und wenn ihr nicht im Inneren klar seid, werdet ihr da auch nicht glücklich werden. Das zweite Wesentliche ist natürlich, Mann, wo ich hinziehe, da muss nicht meine Kohle sein, weil wo ich gerne lebe, da ist manchmal keine richtig geile Finanzinfrastruktur. Ich muss meine Kohle im sichersten Ort haben, mit der sichersten Institution, mit einem Depot, was ich verdammt nochmal kontrolliere, was nicht enteignet wird. Bin ich voll und ganz bei ihm. Erst den ersten Punkt, ganz, ganz klar, da, wo du dich innerlich wohlfühlst, ja, da ist letztendlich auch irgendwo dein Zuhause. Und das kann überall auf der Welt sein. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und, ja, hab dein Geld bei dir, wo niemand anderen Zugriff hat, wo niemand dich enteignen kann, wo du die 100%ige Sicherheit. Wo ist das? Bitcoin, Krypto, ja, dein dezentrales Wallet, ja, wenn du da dementsprechend Kapital hast und die Private Keys bestenfalls natürlich irgendwo sicher aufbewahrt oder hier abgespeichert hast, dann kann niemand niemals auf dein Vermögen zugreifen und du hast 100% der Sicherheit. Also richtig starke Aussage an der Stelle. Was für ein Investmentvehikel kann ich denn nutzen? Kann ich hier aus diesem Land heraus agieren? Habe ich einen guten Internetzugang? Bin ich sicher? Werde ich geschasst und gejagt, wenn andere Druck ausüben? Wenn die Deutschen vielleicht wie die Amerikaner eine globale Besteuerung ansprechen, kriege ich da in 3 Jahren meinen Pass oder relativ schnell, wenn ich ordentlich investiere? Darum geht's. Und finde ich professionelle Betreuung, ist da eine Vertragsqualität in diesem Land vorhanden? Oder muss ich mir einen Gedanken machen, weil bei der nächsten Wahl kommt eine schwer sozialistische Regierung ein, die eine Vermögensteuer auf Immobilien von 3% erhebt? Ja, alles wichtige Punkte, politische Stabilität. Und da sehe ich eben auch gerade in Indonesien eben genau das als Punkt, dass die Regierung eben extrem dafür ist. Ich meine, wir haben von den G20-Staaten das zweitstärkste Wirtschaftswachstum weltweit. Der neue Präsident, der gerade neu gewählt wurde, verfolgt das Altkonzept weiter. Also genau das sind auch eben mir extrem wichtige Punkte, die mich auch nochmal wieder in meinem Entschluss bestärkt haben, mich eben hier in Indonesien, in Bali niederzulassen. Also ja, ich stimme da voll und ganz zu, ja. Ihr seid doch keine Versuchskaninchen, ihr habt doch einen klaren Kopf. Und das Framework, das gebe ich euch, ihr müsst einfach nur die Kriterien euch reinziehen und dann werdet ihr eine intelligente Entscheidung treffen. Und ganz wichtig ist, besucht das Land doch erstmal. Das kann ja sein, was ich immer wieder erlebt habe, von den Deutschen, die ins Ausland gezogen sind, die meinen, dass die Leute pünktlich sind. Ich habe viel Zeit in Zentralamerika verbracht. Was war das? Ich wollte nach dem ersten Jahr, ich habe das ganz lustig gesehen, ich hatte auch in vielen Entwicklungsländern Unternehmungen, auch in Brasilien Büros, unter anderem. Ich wollte dann das Buch schreiben, die Entschuldigungen, warum jemand nicht zur Arbeit erschienen ist. Die Dinge, die ich gehört habe. Mein Esel hat leicht gehinkt. Dadurch konnte meine Tochter nicht zum Markt und die Sachen verkaufen. Der Sohn, die er dabei helfen sollte, konnte auch nicht zur Schule gehen. Meine Frau und ich, das Fahrrad hatte leider einen Platten gehabt und deswegen konnten wir die nicht abholen. Und deswegen konnte ich nicht zur Arbeit kommen. Ich kenn's. Das ist in Indonesien manchmal auch so. Ja, nee, mein Kind ist krank. Und ach ja, gestern war das Essen war zu scharf, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Also die wildesten Dinge. Also das ist eine andere Mentalität, als man sie aus Europa kennt, auf jeden Fall, ja. What the fuck? Die Mentalität. Ihr könnt nicht ins Ausland ziehen und meinen, dass ihr mit euren deutschen Mentalität da Akkuladen abgefeiert werdet. Das ist auch eine hohe Anpassungsbereitschaft. Schaut euch bitte, bitte, bitte den Link an, weil es geht darum, Vermögensschutz ist nicht nur wegziehen, es geht darum,
kalt und logisch zu investieren? Es geht, wenn ihr hier bleiben wollt, baut euch bitte den Hedge schon auf, dass wenn der Druck kommt und wenn es riskant werden sollte, nicht nur wegen eurem Vermögen, sondern weil eine Kriegseskalation eintritt und die ersten Bomben hier einfallen oder Schläfer was machen. Also schon krasse Aussagen teilweise, ne? Also sagt, wenn die ersten Bomben hier fallen, also redet davon aus, dass Deutschland in den Krieg mit reingezogen wird, dass quasi der dritte Weltkrieg ausbricht und man dann eben eine Option offen haben soll. Wir hoffen alle, dass das nicht das Szenario sein wird, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht und deswegen eben frühzeitig über Alternativen informieren, wo dann eben die Reise hingehen kann, ja, sei es visumstechnisch informieren, sei es immobilientechnisch, sei es gegebenenfalls auch jobtechnisch, dass man schon mal anderswo eine Alternative hat, ganz, ganz wichtig in Zeiten wie diesen. Wenn das Video für dich Mehrwert geboten hat, lass einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und wir sehen uns schon bald beim nächsten Video.